eure Patientin. Ja, guten Abend zusammen. Also, diese Depressionen, wie lange hat sie das denn schon und ist irgendwas in der Familie vorgefallen in letzter Zeit, wo man das darauf zurückführen könnte oder hat sich irgendetwas bei ihrem Umfeld verändert, arbeitsplatzmäßig, partnerschaftsmäßig? Also, sie hat das jetzt mittlerweile so seit vielleicht 3, 4 Monaten. Schwankt auch immer mal so ein bisschen so und sie kann es sich ehrlich gesagt nicht erklären. Sie hat ziemlich viel Stress, ne, weil sie, also sie hat letztes Jahr, war sie mit dem Studium fertig und jetzt hat sie einen neuen Job angefangen. Das ist auch stressig, aber es macht sie auch wahnsinnig viel Spaß. Also sie würde das so ja als Eustress bezeichnen. Also ja, ne, sie ist auch umgezogen, aber sie hat jetzt eine ganz tolle neue Wohnung. Sie hat einen ganz tollen Freund, also der hat ihr auch geholfen, also die Wände zu streichen, ne, und eigentlich kann sie sich das nicht erklären, warum das so ist. Hallo Manuela. Ja, Anita. Außer dieser Depression oder angehender Depression hat sie irgendwie körperlich auch Probleme, dass sie sagt, also ihr tut was weh oder sie hat Schmerzen oder hat irgendwas an sich festgestellt oder gibt es Vorerkrankungen bei ihr oder in der Familie? Ja, vielleicht mal so zu den Vorerkrankungen. Ihre Mutter hat einen Diabetes mellitus. Ihr Vater hatte zweimal schon einen Herzinfarkt. Ein bisschen Gefäßprobleme gibt es so in der Familie, so Phlebothrombose und so Geschichten, da haben sie alle mit was zu tun. Hat sie aber an sich noch nichts bemerkt. Und letztendlich, ja, also sie hat häufig ein bisschen Kopfschmerzen, so ein bisschen Rückenschmerzen hat sie auch. Und ach, sie ist abends auch immer sehr platt, ne? Und da hat sie so ein bisschen Angst, dass das mit ihrem Freund dann auch so, ja, vielleicht die Beziehung ein bisschen belasten könnte, weil er geht gerne weg und trifft sich gerne mit Freunden und sie ist da abends ganz einfach ein bisschen fertig und hat da nicht so Lust drauf. Ganz kaputt. Aber der Freund ist ganz toll und sieht auch noch gut aus. Olga. Wenn sie Kopfschmerzen hat, wie würde sie den Kopfschmerz beschreiben? So einseitig so oder mehr drückend. komplett drückend? Komplett, komplett, komplett. Also das ist häufig, es kommt manchmal vom Nacken hoch, manchmal ist das wie so eine Haube oben. Ja, so drückend. Ne? Also das ist so ein dumpfer Schmerz dann. Und das auch jeden Tag? Nicht jeden Tag, ja, aber häufig. Ne? Also es wird nach abends hin wird es meistens schlimmer. Und ich habe noch eine Frage. Nimmt sie irgendwelche Medikamente? Sie hat jetzt ein paar Mal Paracetamol eingenommen, wenn sie Kopfschmerzen letztendlich hatte. Sie hat sich jetzt auch so ein Multivitaminpräparat bei DM geholt, hat ihre Freundin gesagt, dass das sehr gut wäre, damit sie da auch mal wieder ein bisschen fitter wäre. Und dann hat sie sich auch auch von DM so irgendwas mit Johanniskraut geholt. Aber es hat noch nicht geholfen, das nimmt sie jetzt seit einer Woche. Besser. Wie ist das denn? Kann sie denn sagen, die Depri, wie äußert sich das denn? Und vielleicht auch eine Tageszeit, geht es ihr morgens schlechter, abends oder durchgehend? Aber ich meine jetzt nicht diese Schmerzen, sondern die Depressionen an sich. Ja, das gibt's. Ja. Also es ist so, dass das vor allem abends, wenn sie dann auch so müde ist, dann wird das meistens stärker. Also und das kommt manchmal wirklich so wie so Nebel, der sie einhüllt und sie steht dann auch da, sie ist da teilweise auch wütend über sich selber, weil sie sagt, also eigentlich, sie hat nichts zum Aussetzen an ihrem Leben. Es läuft eigentlich alles so, wie sie sich das immer gewünscht hatte. Im Studium ist toll gelaufen, toller Job, tolle Kollegen, Arbeit macht Spaß, ne? Toller Freund, tolle Wohnung. Eigentlich müsste sie dastehen und hüpfen und sie versteht das nicht. Das macht sie auch so kritisch mit sich selber. Also und gegen Abend wird es häufig schlimmer, gerade wenn sie dann auch noch allein ist. Aber sie kann es auch inhaltlich an nichts festmachen. Das ist ganz einfach so ein Gefühl, was dann da ist.
es ist nicht so irgendwie jetzt, dass sie da ein gewisses Thema im Kopf hat, dass das schlimm ist oder das schlimm ist. Das ist ganz einfach ein schreckliches Gefühl. Sabine. Und sie hat irgendein Zittern oder sowas feststellen? Sie ist seit langer Zeit ein bisschen zittrig, ja. Also das fragt sie sich auch schon, ihr Freund hat auch gesagt, sie wäre so nervös, ne? Und ja, ein bisschen zittrig ist sie. Olga. Ich würde gerne den Blutdruck messen. Blutdruck ist bei 123 zu 78. Ihr Puls liegt bei 67. Vom Gewicht her abgenommen oder zugenommen? Sie hat ehrlich gesagt jetzt gerade so 1,5 Kilo zugenommen. Also sie ist sonst sehr schlank, ne? Aber sie hat in letzter Zeit so viel Schokolade gegessen. Sie hat immer wahnsinnig Lust auf Schokolade gerade. Jetzt hat sie ein bisschen zugenommen. Puls 67 oder sowas. Danke fürs Mitschreiben. Ja, Manuela. Hallo. Ist sie nachts, kann sie gut schlafen und ist sie tagsüber müde? Sie schläft eigentlich wie ein Stein, muss man sagen, weil sie abends eben auch sehr müde ist. Die Müdigkeit, ja, die begleitet sie so den ganzen Tag. Aber abends, wenn sie dann von der Arbeit kommt, dann wird es schlimmer. Also wenn sie jetzt auch Stress auf der Arbeit hat, ne, also sie pusht sich dann natürlich auch mit Kaffee, weil es macht ihr Spaß und sie will da eben auch gute Leistung bringen. Aber so latent ist die ganze Zeit eine Müdigkeit vorhanden. Rauchen, sie hat mit dem Rauchen letztes Jahr aufgehört. Davor hat sie ziemlich viel gequalmt. Vom Alkohol her, ja, also wenn sie jetzt mal weggeht oder sowas, ne, am Wochenende oder sowas, dann trinkt sie auch. Aber jetzt zu Hause oder so nicht. Sabine. Hat sie schon irgendwas festgestellt beim Sehen oder so, ob da irgendwas anders ist, ob so Doppelbilder oder so kommen, wenn sie so müde ist? Nee, Doppelbilder hat sie nicht, aber sie hat große Probleme mit dem Computerbildschirm. Sie sitzt eben sehr viel vorm Computer jetzt bei der Arbeit und da hat sie wirklich teilweise Probleme, weil wenn sie da lange davor sitzt, dann wird es teilweise auch ein bisschen unscharf, verschwommen. Da hat sie jetzt auch schon gedacht, sie muss mal irgendwann mal einen Sehtest machen, weil ihre Augen nicht mehr so gut sind. Also das merkt sie, dass sie das auch wahnsinnig anstrengt. Manuela. Hat sie auch Konzentrationsschwierigkeiten? Wenig, ein wenig, ja, ab und zu mal so. Obwohl sie da normalerweise überhaupt keine Probleme mit hat. Sie ist jemand, der eine sehr schnelle Auffassungsgabe hat, der sehr fix im Kopf ist. In letzter Zeit ist es manchmal so, dass dann, ja, sie saß neulich in einer Besprechung und sollte da irgendwie einen Vortrag halten und auf einmal so Blackout. Also nicht, sie war nicht aufgeregt, aber irgendwie war mal kurz im Hirn so eine Leere da, ja. Blutbild schon möglich. Wir können ja schon mal Blut abnehmen. Ich schicke es dann mal ins Labor. Sabine. Wie sieht es denn aus mit so Verdauungsstörungen, Inkontinenz? Nö, damit hat sie keine Probleme. Also Bauch und sowas. Also außer, dass sie jetzt ein bisschen speckig durch die Schokolade geworden ist. Ne? Und sie hat normalerweise, ist sie sehr stolz auf ihren Bauch. Trainiert sie nämlich immer gut. Nee, hat sie damit keine Probleme. Auch keine Inkontinenz. Manuela. Wenn sie mal eine Zeit lang weniger gegessen hat oder einfach mal ein paar Stunden nichts gegessen hat, hat sie da ein bisschen Probleme, dass sie dann, wenn sie Hunger hat, ein bisschen ans Zittern kommt, so ein bisschen in Unterzucker kommt? Das hat sie schon immer so ein bisschen. Das hat sie schon immer so ein bisschen. Deshalb isst sie sehr viele kleine Mahlzeiten am Tag. Also das, sie isst sicher 6-7 Mal am Tag immer. Und guckt auch, also außer der Schokolade, ernährt sie sich eigentlich ganz gut und guckt auch so, dass sie so ihren glykämischen Index, dass sie das so recht konstant hält. Ja, Olga. Wie sieht denn ihr äußeres Erscheinungsbild aus? So die Haare und Haut? Mehr trocken oder struppig? Und
Also sie ist erstmal eine sehr gepflegte Erscheinung, sehr attraktive junge Frau. Und von den Haaren her, also die sind gefärbt, ne? Von daher, ja, sie hat da sehr viele blonde Strähnen drin und sieht es ein bisschen trocken aus. Also, ja, wer weiß. Also Nägel und so etwas sind jetzt unauffällig. Also Haut sieht auch unauffällig aus für die einer 28-Jährigen. Es sind noch nicht so viele Falten da wie bei mir. Anita. Sie hat ja jetzt erst den Vortrag gehalten, hat oder haben die anderen an ihrer Sprache oder Aussprache irgendetwas feststellen können, dass sie sich irgendwie verändert hat? Die anderen da was gemerkt haben, also es hat sie jetzt keiner darauf angesprochen. Also es hat jetzt keiner was zu ihr gesagt. Wo sie schon sehr, sie redet meist dann, wenn sie so Vorträge hält, sehr akzentuiert. Erstmal. Ach, ich vergesse immer das Wort, in die Augen schauen. ob sie keine Ahnung. Die Konjunktive mal angucken. Ja, danke. und die Zunge würde ich auch noch gern sehen, was für eine Farbe die hat. Gut, die Konjunktiven sind gut durchblutet. Die Zunge sieht auch unauffällig aus. Leichter Belag in der Mitte, aber nichts Übermäßiges. Lust auf Sex, Periode, Schwangerschaft und Pille lese ich da gerade. Die Libido ist da, also das trotz der Depri-Phase, wo sie momentan mehr so auf Kuscheln eingestellt ist, da ist ihr mehr danach, aber ihr Freund überzeugt sie dann doch, da gewisse Gelüste zu bekommen. Ihre letzte Menstruation hatte sie vor 2 Wochen, das war auch erstmal unauffällig, Schwangerschaft ist ausgeschlossen, sie hat die Hormonspirale und keine Pille ein. Anita. Möchte ich doch noch einmal zurückkommen auf die Sprache. Also sie ist ja neu im Betrieb und haben dann ihre Eltern oder der Freund, haben die irgendwie bei ihr was festgestellt, dass sich aussprachemäßig etwas verändert hätte? Muss ich mal fragen. Also jemand darauf angesprochen hat sie nicht, aber muss ich mal fragen. Also fragt sie gerne nach. Melanie. Haben wir eigentlich schon gefragt, wie lange das schon depressiv ist? 3 Monate etwa. Alter. Könnten wir die Eigenreflexe testen, ob da vielleicht irgendwas vermindert oder verstärkt ist? Die sind sehr lebhaft, die Eigenreflexe. Also so Patellasienreflex, Achillessehnenreflex, ist recht lebhaft. Also die sind da. Ah, das Labor macht darauf. Was willst du denn haben, Wessner, im Blutbild? Labor legt um 21.22 Uhr eine Sonderschicht ein. Alles ist genau Privatpatient. Machen wir den Riesenbogen. Also ich gehe jetzt mal erstmal vom kleinen Blutbild aus. Ihr könnt ja sagen, was ihr noch haben wollt. Im kleinen Blutbild ist erstmal, also Iris, Locus, Thrombus, HB, HKT, MCV, MCH und so weiter. Alles im Normbereich. Nichts zu sehen. Habt ihr euch sicher schon gedacht, wenn das Labor so schnell aufmacht. Wollt ihr noch irgendwelche Werte haben? Vitamin B12, unauffällig, im Normbereich. Weiter. Die Schilddrüsenhormone, haben die dabei? Mhm. Was genau wollt ihr da haben, Schilddrüse? Ja, Olga? T3, T4. Richtig, TSH auch noch, okay. T3, T4, TSH, alles im Normbereich. Jetzt fällt auch noch die Schilddrüse raus, ne?
Marina? Können wir einen Cortisol-Tagesverlaufspiegel kriegen? Aber gerne doch. Cortisol, was soll ich denn jetzt? Oh, nein, Cortisolspiegel ist normal. Also er geht morgens zwischen 6 und 8 schön hoch und geht dann langsam runter. Also ist erstmal unauffällig. Anita. Könnte man auch noch einen Masern-Antikörper nachweisen? Ja, sie hat, als Kind hat sie die Masern gehabt, ja. Mhm. Hat auch sehr hohe Antikörpertiter gegen den Masernvirus. Magnesium, Calcium im Normbereich. Ah, das mit den Masern war heftig damals. Hat sie schon sehr früh gehabt, mit 4 Jahren. Eltern sind Anthroposophen und also haben mich impfen lassen und das ist damals sehr schwer verlaufen. Anita bringt ein S ins Spiel. Sonst noch Ideen, in welche Richtung das gehen könnte? Was man oder wenn man den Verdacht hat, was man noch so untersuchen könnte, den noch in der Praxis machen können. Wieder auch schon dran gedacht. Bauchhautreflex, Bauchdeckenreflex, nicht auslösbar. Es gibt aber viele Leute, bei denen das nicht auslösbar ist. Nach was gucke ich noch? Um noch mehr Hinweise zu bekommen, bevor ich sie beispielsweise zum Neurologen schicke. Anita hat ja vorhin immer wieder so, ist auf Sprache gegangen. Da hat sie ja was im Hinterkopf gehabt. Es gibt doch da so eine schöne Trias bei der MS. Dran. Nach einem Pariser Neurologen, Sigmund Freud, auch die Hypnose beigebracht hat. Er hat noch eine Trias veröffentlicht, die ist aber weniger bekannt. Die ist sehr bekannt, Sabine. Ja, da gehört auch noch der Nystagmus dazu. Hätte sie das vielleicht, diese Schlotterlinsen? Nicht Schlotterlinsen, Linsenschlottern, ja, so wird es in der Homöopathie, findet man bei Kokolus, findet man das Linsenschlottern. Habe ich mal Ewigkeiten gesucht, dachte, wie haben die bitte Nystagmus übersetzt. Ja, hat sie. Wie heißt denn diese Trias? Und was beinhaltet sie alles, Sabine? Das ist die Charcot-Trias und die beinhaltet also diesen Nystagmus, die skandierende Sprache und noch so ein Intentionstremor, glaube ich, dass die also anfangen zu zittern, wenn sie nach was greifen wollen. Hervorragend, ganz genau. Ne? Dieser Intentionstremor und auch der Nystagmus deuten auf eine Kleinhirnschädigung hin. Ja, da wir das haben, müssen wir die gute Frau jetzt zum Neurologen schicken. Was wird denn da gemacht jetzt, um das weiter untersuchen? Sie ist ja Gott sei Dank noch am Anfang. Sie ist ja noch, man ist jetzt noch nicht danach gefragt worden, aber bislang ist noch nicht so eine große Schwäche der Extremitäten oder sowas aufgetreten. Keine Blasenentleerungsstörung. Liquor wird eventuell entnommen, ja. Was wird noch gemacht? MRT, über das MRT kann man das sichern, ne, wenn da eben die Entmarkungsherde zu sehen sind, richtig? Ja. Die VEPs werden gemacht, ne, die visuell evozierten Potenziale. Ne, werden sie verkabelt, ein paar Elektroden drauf und dann schaut man auf den Computer, ein Auge zu, Schachbrettmuster, was immer umspringt und dann wird geguckt, also wie die Leitung ist vom Auge über den Sehnerv zur Sehrinde. Wunderbar. Gut, schicken wir mal die Patientin. Weiter.